Moin Leute, hier ist euer Wahl. Ich habe was Schnelles für euch. Das schnellste Display der Welt. Los geht's. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn das schnellste Display der Welt? Das hier, Alienware AW, also eigentlich Dell Alienware 2524H. Gibt es nicht in Deutschland. Kannst du dir jetzt, glaube ich, mittlerweile bestellen in den USA gerade. In Kanada, glaube ich, auch. Kam am 8. März oder 8. Februar, weiß ich gar nicht. Irgendwas zwischen 8. und 16. Februar in China offiziell bei den Händlern an. Gab es ganz wenige, auch nur ganz wenige Leute, die richtig schnell waren. Bei Taobao konnten das Ding beziehen. Ich hatte drüben ein paar Jungs, die ich kenne. Den habe ich gesagt, die sollen einen besorgen. Die haben den, glaube ich, am 16. oder so bestellt. Wurde aber auch, glaube ich, erst 14 Tage oder irgendwann Mitte März oder Anfang März wurde der dann auch erst bei denen angeliefert. Und die haben den mir dann geschickt. So, hier ist er. Hab den auch gespielt. Und ist der schnell? Ja. Jetzt sind schon die ersten von euch, die sagen, ja, 500 Hertz brauche ich eh nicht, weil ich habe gar keine 500 FPS. Macht bitte aus, einfach ausmachen Video, danke. Dieses Ding, Leute, dieses 500 Hertz, 500 FPS, das ist so richtig obsolet, also das ist so drüber. Ich kann euch zum Beispiel sagen, dass das Ding hier End-to-End-Latency bei 250 FPS sogar nochmal ein bisschen stabiler ist als zum Beispiel bei 500 FPS. Nur mal so für euch, ja. Und der Input-Lag von dem Monitor ist auch genauso niedrig. Da komme ich später noch zu. Also, ihr könnt mit diesem Monitor, der übrigens auch natives G-Sync hat, tierfrei, also ohne Schlieren, ohne alles, wunderbares Bild, auch 250, 300 FPS spielen, was auch immer ihr wollt, scheißegal. 500 Hertz sind 500 Hertz, das ist die Anzahl der Refreshs auf dem Monitor, die hier von links oben nach rechts unten gehen. Und die bleiben immer gleich und die merkt ihr auch mit 300 FPS, mit 250, mit 360 und das ist auch messbar und das habe ich auch gemessen. So, das Thema durch. Wenn ihr es nicht glaubt, ist es nicht mein Problem. Habe ich es gemessen? Ja. Habe ich es gespielt? Ja. Was mir aufgefallen ist, bei Overwatch hat man es extrem gemerkt. Ich fand sogar, dass es mit 600 FPS geiler war als mit 500, muss ich ehrlich sagen. Also mit 500 FPS zu 500 Hertz war okay, aber 600 hat sich nochmal viel geiler angefühlt. Und ich habe mit der Razer Mini SE, also Signature Edition, auf 4000 Hertz gespielt, wireless. Habe eine 4090 drin und ein 5800X3D und muss sagen, das Gefühl beim Tracken und wie genau man sein kann und wie reaktiv man ist, während sich die Gegner bewegen, ist mega gut. Ne? Also es ist wirklich extrem smooth. Bei Apex mit 300 FPS Cap habe ich es gemerkt, gerade in der Luft. Also alles, was Air-Tracking war, war in meinen Augen viel besser. Bei allem, was so rumgelaufen ist, habe ich es nicht gemerkt. Aber diese Sachen, die sonst, also die außergewöhnlich sind oder die vielen Leuten sonst viel, viel schwerer fallen, die fand ich, die waren einfacher. Da greift dann wieder dieses, bei Nvidia wurde mal mit Kovacs zusammen so ein Test gemacht, wo dieser Latency, also der Latency-Unterschied in Frame-Times und so weiter getestet wurde. Da gab es damals so eine Feldstudie mit 60, also mit unterschiedlichen MS-Zahlen und wo gemerkt wurde, dass gerade die schlechteren Spieler bei weniger Input-Lag, also bei besseren Systemen, viel mehr Vorteile hatten als die guten Spieler. Was ich damit sagen will, ist, dass seid ihr eher so ein mittelmäßiger Spieler, habt ihr von einer Steigerung zum Beispiel von 240 auf 360 oder von 360 auf 500, wenn ihr ein gut, vernünftiges System habt, viel mehr Vorteile, als jemand hätte, der schon immer auf 360 oder 240 auf extrem hohem Niveau performt. Für den ist der Unterschied zwar auch spürbar, aber der ist nicht so krass oder der Vorteil durch Hardware fällt nicht so stark aus, als wenn ihr wirklich geisteskrank gut wärt. Nur mal so für euch. Und das könnt ihr auch zum Beispiel bei Nvidia
von dieser COVAX-Studie, wenn ihr die googelt, könnt ihr das auch nachlesen und testen. Wir selber haben das bei Nvidia mal getestet, als wir da waren in München. Hat man Overwatch mit unterschiedlichen, sag ich mal, Latencies uns hingestellt und gab so einen Test, wo halt man so eine Tür abgeaimt hat, den rechten Türrand, und von links ist einfach einer zufällig random durchgelaufen, und es war viel, 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 viel schwerer mit einer höheren Latency und umso besser halt die Latency vom PC, also auch die vom Monitor, wie schnell der reagiert, wie viel Refresh der hat, wie viel Input-Lag und so weiter, umso besser die war, umso einfacher ist es zu treffen. Und seid ihr halt nicht so gut, habt ihr dadurch mehr Vorteile, als wenn ihr richtig, richtig gut seid, weil ihr richtig, richtig gute Leute, die sind schneller in der Lage zu adaptieren und das zu verstehen und den Unterschied oder wann sie klicken müssen, halt anzunehmen. So, haben wir das auch nochmal geregelt. Das ist nicht die Begründung, warum ihr den kaufen sollt. Das ist aber das einzige oder die einzige, sage ich mal, Variable, die für mich interessant ist, um euch einen Unterschied zu bieten zu einem zum Beispiel Alienware 360 Monitor der zweiten Generation, also 360 Hertz, den wir in der Community auf dem Discord dank jemanden vom Discord, Lixi heißt der, der das gepostet hat, für 277 irgendwie 24 Stunden lang für alle Leute anbieten konnten. Das hatte ich auf Twitter gepostet. Also folgt mir ruhig auf Twitter, kommt ins Discord. Die Jungs dort in der Community, die sind teilweise extrem aktiv. Die sehen, wenn irgendwo geisteskrank geile Angebote ist. Und sehr, sehr viele, auch aus dem Counter-Strike-Bereich, bekannte Streamer in Deutschland, haben sich für 277 Euro diesen Alienware, den zeige ich euch hier mal kurz, der jetzt 449 US-Dollar zum Beispiel kostet. Ich glaube, in Deutschland kostet er auch wieder über 400 Euro geholt. Einige haben welche, wo das Display auch nach dem zweiten Mal umtauschen noch fiebt, irgendwelche Spulen wahrscheinlich. Andere haben direkt beim ersten geisteskrankes Display gekriegt für 277 Euro. Freut mich. Dafür mache ich das auch so ein bisschen, dass ihr Zugang zu guten Produkten kriegt und auch Leute, die vorher 360er hatten, zum Beispiel Asus QNR oder BenQ Sovi 240er, haben sich diesen geholt hier, den ihr gerade seht, und gesagt, krasses Bild, sehr knackig, mega smooth. Ja, der hat kein G-Sync, aber wenn man sowas für unter 300 Euro kriegt, ist das gut, weil das ist schon Second Generation von den 360ern. Den gibt es auch erst seit Ende letzten Jahres, irgendwann November. Dann kommen wir hier zum 500 Hertz, das ist amerikanische Seite, Dell auf der deutschen. Da könnt ihr mal hier oben klicken, ich glaube, da passiert nichts, wenn ich auf Europa klicke. Europa, wo ist denn Germany? Da wird's den, ja, da gibt es den gar nicht, Leute. Gehen wir hier auf den Monitor. 24 Zoll, einer, ja, ja, Bruder, muss los. Full HD, 6 Stück. Preis absteigt. Seht ihr, da ist er nicht. Hier ist der, von dem wir gerade geredet haben. 449 Euro, den gab es für 277. 500 gibt es in Deutschland gar nicht. Und soweit ich weiß, wurde das auch nicht announced, gar nichts. Und ich glaube, oder sagen wir mal so, ich habe gehört, dass die Kampagne von Asus für ihren 500er, der aber TN ist und nicht IPS, der hier ist EPS, wird jetzt bald anlaufen in wenigen Wochen, habe ich so gehört. Weil da Asus in Nvidia ja auch zusammenarbeitet. Und da kann ich euch nur sagen, da kommt auf jeden Fall schon vorher was. Die Preise sind sehr, sehr identisch. Also angedachte Preise sind unter 1000 Euro. Zwischen, denke mal, Angebot 819 bis 1000 Euro müsst ihr rechnen für diese Dinger. Die sind nur 24,5 Zoll. Kommen natürlich in einer Skalierung oder in einem Monitor, in der Vorgabe der Monitorskalierung vom Bildverhältnis, also von dann hier 16 zu 9, nicht Vollbild, und kannst du auch nicht Vollbild oder unskaliert spielen, könnt ihr vergessen. Hier bei dem sieht das sehr, sehr komisch aus. Hier habt ihr ein Breitbildgefühl, wenn ihr den als erstes Mal anschaltet. Ich bin ja vom AQN von 1440p wieder rübergegangen, und dadurch, dass der AQN auf die Skalierung auf einfach Vollbild ist und nicht auf Seitenverhältnis, sehen die Spiele anders aus. Hier zum Beispiel ist es für mich halt durch dieses Seitenverhältnis 16 zu 9 alles, hat mir ein gestretcheres, breiteres, weiteres Gefühl gegeben. Eine andere Sache, die ich gemerkt habe hier auf jeden Fall, ist, dass es eigentlich nur eine einzige Einstellung gibt. Das ist diese G-Sync eSport-Einstellung, die macht ihr an. Vorher müsst ihr natürlich in Windows 500 Hertz aktivieren, weil der läuft nativ nur mit 480. Im Display auch 500 Hertz aktivieren. Das ist Overclocking oder Overclocked. Und muss auch ehrlich sagen, ihr braucht den nicht mit 480 Hertz spielen, weil er ist mit 480 Hertz langsamer.
dann haut ihr den Overdrive auf Extreme, weil alles andere macht bei dem mehr Blur. Mit anderen Worten, Dell hat das so gemacht, wenn ihr von allen das Höchste einstellt, außer diese Schwarzstabilisierung, die würde ich auf Null machen, weil diese Schwarzstabilisierung immer so eine Art Backlight-Panel, Bleeding, also das Backpanel wird einfach viel zu hell, übertönt viel zu stark und dadurch kommt so ein Effekt, den ich zum Beispiel nur von diesen aktiven Backlight kenne, dass der Farbunterschied und die, wie schnell die Pixel reagieren, also grau zu grau, dass die Werte einfach schlechter werden. Die sind schon nicht pralle hier, aber die sind dann halt noch schlechter. Einfach auslassen, habe ich beim Aqua-N zum Beispiel auch. Bild ist viel deutlicher, weniger Blur und Gegner gerade auf Distanzen und so sind besser zu erkennen, weil die weniger verschwommen sind und generell Umrisse und Umgebungstexturen verschwimmen weniger bei Bewegung und bei stillen Bild. So, wieder was gelernt. Auch bei euren BenQ Sovis, Leute, macht den Black Equalizer maximal auf 1, eigentlich auf 0. Glaubt mir, ihr trefft mehr, auch wenn es dunkler ist. Thema Dunkel. Das Ding hier, da will ich nicht lügen, da gucke ich kurz hier schon mal rein. Der gute Kumpel hier, der läuft mit 421,8 Nits auf Weiß, wenn diese Dunkelverstärkung aus ist. Das ist sehr, sehr viel. Vergleich dazu, der BenQ Sovi 2566K, also das 360-Hertz-Panel von BenQ Sovi, das neueste, der läuft mit 224,9 Nits. Das heißt, Leute, das Ding hier, auch bei Tageslicht, wir haben vorhin, als wir Overwatch aufgenommen haben, hatten wir die Panels hinter mir schnell noch hoch hinter mir. Also das war, Tageslicht ist eingefallen, das war so 13 Uhr ungefähr und ihr habt alles erkannt. Da gab es kein Problem mit dem Licht irgendwie so oder mit einer Reflexion. Wunderbar spielbar, egal bei welchem Licht, auch im Zimmer hier abends, wenn ich nachts gespielt habe, alles Licht angehabt, hier war hell. Habt alles erkannt, alles gesehen, gab auch keine Sternenreflektion auf dem Display für mich, war super. Zum Vergleich, der AQN ist nur unwesentlich heller, der ist 472,8 Nits, nochmal, das hier 421. Und der AQN, muss ich euch ehrlich sagen, wenn ihr den das erste Mal anmacht, E-Sport-Mode, ihr guckt erstmal weg, also der blendet euch erstmal, ne? Nur mal so. Ansonsten habe ich noch Input-Lag natürlich gemessen. Input-Lag für mich immer schon mega interessant, einfach nur zu sehen, wo sind die Werte. Die Werte vom AQN zum Beispiel und vom BenQ Sovi 2566K waren so zwischen 1,4 und 1,6, bei, je nachdem welche Monitoreinstellung, also 1,4 Input-Lag, 1,4 ms war das allerbeste, was ich gemessen habe. Und hier habt ihr im schlechtesten Fall mit, also wirklich komplett schlechtester Fall, 1,4. Ansonsten der Durchschnitt bei nicht so guten Einstellungen hier auf dem Display ist 1,3. Ansonsten habt ihr 1,2 ms Input-Lag. Das ist schon sehr, sehr stark. Hab noch nie einen OLED eingemessen und maximal würde ich den Asus 240er einmessen, wenn ich den irgendwie rankriege, über Amazon und zurückschicken kann, weil das ist halt in meinen Augen ein PlayStation-Monitor oder was zum YouTube-Gucken, aber nicht zum Competitive-Spielen. Und kann euch nur sagen, diese Monitore, also BenQ, AQN und der Alienware, auch der 360er, die vier haben für mich ihre Daseinsberechtigung. Der BenQ Sovi ganz klar, weil ihr mit der Diag-Technologie einfach das klarste Bild in einer schnellen Bewegung kriegt, das habe ich auch bei Overwatch gemerkt, so klar, wie ihr die Gegner seht beim Tracken, also identifizieren könnt, wie die sich bewegen und dann raufgehen könnt, habe ich auch auf dem AQN nicht. Absolut glasklare Nummer. Hast du aber hier auch nicht. Hier finde ich zum Beispiel, das Ding ist so für Spiele wie Apex und Overwatch nicht unbedingt geeignet, also wo viel Visual Clutter ist, viel Bewegung, viele Farben, wo es wirklich rund geht. Eher nicht so. CS, Rainbow Six, Valorant. Valorant auch. Mit dem Monitor-Farbprofil, was hier zu ist, ist okay. Aber ich glaube, mit einem, wenn ihr eure Saturation hochballert und dieses Nvidia-Zeug alles benutzt, auf gar keinen Fall. Viel, also, weiß nicht. Schwierig. Das ist an der Ecke stehen, einen Kopf klicken. Dafür ist der genial. Und ich wette auch, der ist genial, um
jeden irgendwie in so einer Situation irgendwie Pickers Advantage nochmal einen reinzudrücken, weil ihr seid schnell, ihr erkennt schnell was, aber ihr erkennt halt auch nicht viel. Also ihr braucht nicht davon ausgehen, dass wir mit dem AQN hier, mit der geilen Lochmaske und der schönen Auflösung irgendwie über die halbe Map gefühlt gucken könnt, irgendwie bei Apex oder bei Overwatch oder so, und ihr mit dem kleinsten Dot bei Overwatch zum Beispiel ganz hinten den Kopf, den einen Pixel, den ihr seht, auch trefft. Das passiert hier nicht, Leute. Das ist hier nicht Pixel Fine, Pixel Accurate, Super One Pixel Shot Aiming. Einfach vergessen. Ja? Das ist so eine andere Sache. Für mich deswegen der AQN immer noch die erste Wahl. Das Ding hier, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt competitive ganz vorne sein, bei CS, bei Valo, bei Rainbow, sage ich mal, und ihr seid eh niemand, der Diak benutzt, weil ihr zum Beispiel Kopfschmerzen davon kriegt, gibt es viele, oder weil euch das drückt auf den Kopf, das hat mir damals auch mal ein paar Tage lang gedrückt, gerade abends, wenn ihr nicht genug Zimmerhelligkeit habt. Das ist übrigens auch ein Tipp von mir, Zimmerhelligkeit immer erhöhen, weil dieses sogenannte Fading, also dieses der Übergang vom Monitor auf den Raum, wichtig ist. Ja? Und ihr werdet halt nicht müde. Klar, Blaulicht ist nicht gut an sich, auch für euren Schlafrhythmus nicht. Deswegen macht früh aus, 2 Stunden vorm Schlafen. Aber an sich, helles Zimmer immer besser, auch für die Konzentration. Dieses typische, ich mache die Bude dunkel für mehr Fokus, Bruder. Naja, das Einzige, was ihr dunkel macht, ja, ist euren Kopf dann, weil der immer müder wird und die Augen werden auch immer träger. Also wollt ihr unbedingt ein klares Bild und euch ist TN völlig fein. Ihr wollt nicht diesen Blickwinkel, den ihr hier habt, der halt alle möglichen, wir haben halt auch aufgenommen von hier so und ich habe hier so neben gesessen und gespielt so und habe trotzdem auch Leute getroffen. Ja. Dafür ist der wunderbar, Blickwinkel brutal. Auch die Farben verändern sich bei unterschiedlichen Blickwinkeln nicht. Was hier ein bisschen hohl ist, also ist hier, also der Stand hier, ja, das ist schon nicht viel. Ja, der ist klein so und wenn ihr den so hinstellt hier, dann könnt ihr euer Mauspad hier schön ranpacken, das passt alles, ja. Aber ich zeige es mal hier von der Seite, ne? So wie der tiltet. Also, wenn ihr so sitzt, ist sowieso vorbei, ne Jungs, aber das ist halt nicht doll, weil macht ihr das hier runter, und sitzt hier, macht ihr hier den klassischen hier, den ihr wollt Xantaris machen. Also in meinen Augen ist der Winkel nicht gut. Ich würde den nur mit Monitorarm spielen, muss ich ehrlich sagen. Weil da, wo er sein müsste, da unten, da so, wäre es für mich ungefähr, da wäre er dann so ideal, kann ich ihn nicht doll genug anwinkeln. Also dieses Parallel ist hier nicht. Da fehlen so locker 5 bis 10 cm, die fehlen hier im Tilt. Ja? Und es geht auch oben und unten, das ist überall gleich, das ist halt limitiert. Ansonsten ist das Ding hier übelst easy zu montieren. Hier oben ist einfach nur ein Clip. Schnack. Zeigt das mal rausgeklippt. Und ihr klippt den wieder rein. Na, ich packe den mal jetzt hier hin. Ihr klippt den einfach wieder rein. Das ist es. Kabelführung ist hier. Unten rein, Kabel da hoch. Und um den auseinanderzubauen, legt ihr hier unten einfach die Schraube um, schraubt den auf. Fertig, das ist es. Da sind noch ein paar Kabel bei. Hier USB-Kabel für den Latency, für den Reflex Analyzer. Reflex Analyzer ist hier drin. Ihr könnt hier eure Maus- und System-Latency messen, aber nicht wie beim AQN, dass ihr zum Beispiel auch den Verifizierungsvorgang machen könnt, also jede Maus anschließen. Hier könnt ihr nur Kabelmäuse anschließen, die schon bekannt sind. Keine Ahnung, warum man das gemacht hat. Vielleicht kostet es extra, ich weiß es nicht. Aber für mich ein bisschen schwach. Was andere, was für mich schwach ist, ist hier unten dieser Nupsi. Das ist die Menüführung von dem Teil. Und ihr kommt so immer erst in ins Kurzmenü. Das ist komplett scheiße. Und die Navigation mit diesem Nupsi hier ist nicht intuitiv im Menü. Kann ich euch schon mal sagen. Und die deutsche Übersetzung, da ist an, ist auf. Und off ist aus, das passt. Aber an ist nicht auf in Deutsch. Also Lokalisierung auch schwierig. Dateien sind alle schon vorhanden auf der Dell Alienware-Seite, also das gab es auch schon länger, das gab es irgendwie seit Anfang Januar, gab alle Dateien schon anscheinend. Und da kann ich nur sagen, ja, was gut gemacht ist, ist hier hinten, die Anschlussblenden, die sind gut. Warum sind die gut? Weil, wie ihr seht, ihr habt von hier, habt ihr Sicht drauf. Das bedeutet, dass nicht wie bei Asus, bei diesem alten Design, was, glaube ich, geändert ist, bei dem neuen TN, unten das Kabel so abbiegt.
Das gibt es hier nicht. Hier könnt ihr das Kabel rein, gerade von unten hier bei Asus, Netzsteckerkabel, bam, 90 Grad. DisplayPort, bam, 90 Grad. Kompletter Schmutz, komplett Schmutz. Neben einem hochwertigen DisplayPort-Kabel, was ihr beißt, ist ja auch noch ein USB-C zu DisplayPort-Kabel bei. Und das ist, glaube ich, sogar ein 120er. Haben die hier noch nicht draufgedruckt. In Zukunft werdet ihr übrigens immer auf eure USB-C-Kabel, die diesen Standard haben, den DisplayPort-Standard, gibt es auch USB-C zu USB-C übrigens, das kann der auch hier, die Wattzahl drauf haben. Und daran könnt ihr erkennen, was ihr für, also was, welchen Standard der hat. Die gehen, glaube ich, bis 120 Watt oder so ein Spaß. Also 90 auf jeden Fall, 120er gibt es wohl auch. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass das hier 90er ist. Netzteil ist innen drinne. Ihr habt also kein extra Netzteil drum liegen. Hat Vor- und Nachteile. Wir haben festgestellt, hat Nachteile, wenn ihr zum Beispiel mit eurem Monitorarm oder mit dem Ständer das Netzteilkabel kaputt macht und das Netzteil im Monitor durchbrennt. Beim QNR damals ist es halt extern dadurch kaputt gegangen. Da musst du ein externes Netzteil holen. Hier werdet ihr den ganzen Monitor einschicken müssen oder reparieren oder was auch immer. Vielleicht nicht so geil. Ansonsten sind es 500 Hertz, Leute. Wird es für euch der Game Changer sein? Meine ehrliche Meinung, nee. Viele haben jetzt erwartet, dass ich sage, ja, das ist es, das ist es. Es ist geil, so bei Overwatch damit zu tracken, ist geisteskrank auf jeden Fall. Das ist geil, schnell, man merkt es auch. Also jeder, der um die Ecke kommt, es geht sowieso nicht, das merkt man eh nicht, 360 zu 500. Wenn du das nicht merkst, Dicker, ja, dann kauf dir mal einen neuen PC oder schließ Elite Wireless Controller an deine Playstation an und probier das oder so, keine Ahnung. Ja, merkst du auf jeden Fall. Aber ich sage, bessere Sicht oder höhere Klarheit, also höhere Klarheit beim Dirk durch Ben Kusowi, bessere Sicht auf dem AQN, bringen euch mehr. Und was anderes, was euch mehr bringt, ja, sind die Grau-zu-Grau-Werte hier bei dem Ding. Wir haben diese typische Grau-zu-Grau-Pattern gemessen, die ihr in jeder Review seht. Nein, wir machen jetzt hier keine exquisite Grafik von 1000 unwichtigen Monitoren. Ich habe hier die drei wichtigsten drin. Ich habe hier den AQN, den 27er 1440p. Ich habe den BenQ Sovi, den 360 Hertz und ich habe den hier. Den 360 Hertz in Anyway habe ich noch nicht getestet, leider. Würde ich gerne mal machen, wenn die Zeit das zulässt. Kann euch sagen, wir hatten ja damals von den Response Time im Durchschnitt, waren ja der BenQ Sovi und der AQN mit 1,4 Millisekunden ziemlich nah beieinander. Wo ich sagen muss, der AQN hatte einen Maximalwert von 2 Millisekunden. Das kommt beim AQN aber davon, dass der Dual Driver ist. Das heißt, wenn ihr hier so einen Monitor habt, der Refresh geht bei dem hier, hier oben los und geht nach da unten. Und beim Asus geht der hier und hier gleichzeitig los und die treffen sich in der Mitte. Und dadurch wird dieser Grau-zu-Grau-Wert einfach viel besser. Der Grau-zu-Grau-Wert nämlich beim BenQ Sovi war 4,7 ms, also ein bisschen mehr als das Doppelte im Max, aber der Average war auch nur 1,4 ms. Aber beim BenQ Sovi liegt es auch daran, weil der halt nur 250 Nit hat, ne? Weil da gab es halt Werte, die haben den komplett gebumst irgendwie. Hier mit 4,7 ms von 0 auf 250. Ja, das war halt fast nicht möglich, ne? Dann habe ich den guten Jungen hier gemessen. Der hat einen Durchschnitt von 1,8 ms beim Grau-zu-Grau-Wechsel. 0,4 ms mehr als die anderen beiden in der Konkurrenz, sage ich mal. Und wir müssen aber jetzt halt auch mal daran denken, dass das hier, diese Messung dann mit 500 fps nicht mit 360 passiert ist. Jetzt sagt ihr, das ist egal. Ist egal. Kann ich euch aber auch zeigen mit 200 fps, dann, wie egal es nicht ist. Und der hat 500 Hertz. 500 fps, 500 Hertz. Was habe ich gesehen auf dem CPU-Graphen? Dass diese 500 Hertz nicht ohne sind. Für mein 5800X3D habe ich, wenn der Test um war, noch einen Jitter gesehen, ne? Ist auch nicht schlimm. Der Maxwert hier war 3,9 ms, also 0,8 ms weniger als auf dem BenQ Sovi. Ist das gut? Puh, eigentlich nicht, weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist der einzige Vorteil hier, also was euch wirklich interessiert, ist ja diese Motion Picture Response Time. Ne? Jetzt kommen wieder alle, ja, ist aber grau zu grau gemessen. Grau zu grau misst man, um einfach so die Capability vom Display zu kriegen. Wir haben ja auch Input-Lag gemessen. Input-Lag ist ja hier ein bisschen besser. Das spiegelt halt
dem, wieder was ich euch vorhin gesagt habe, steht ihr an der Ecke bei CS und drückt den Kopf, geiles Ding. Steht ihr bei Apex in 10 Leuten drin, da kommt eine Gibby-Ult im Corsic-Gas und irgendeiner macht noch einen Axt da rein und alle schießen wie die Gazis, kann ich euch sagen, das ist nicht so geil. Mir ist es schwer gefallen, bei Apex im großen Durcheinander richtig raufzugehen auf die Gegner. Hat länger gedauert, um mich dran zu gewöhnen, egal wie weit ich weg saß, wie nah oder welchen Winkel. Und es war auch egal, ob es mitten in der Nacht war oder am Nachmittag, wo ich das probiert habe. Muss halt sagen, würde mir halt wünschen, dass irgendwann vielleicht oder dann auch bei OLED schon in 2 Jahren mal 500 Hertz oder vielleicht ein bisschen mehr WQHD kommt, 27 Zoll, mit so einer Helligkeit und so einer Farben wie auf dem AQN, weil die Farben hier sind auch echt schwach und der Kontrast und die Helligkeit und die Farbwerte in diesem E-Sport-Mode, die sind ja einfach maxed out auf dem Display und es sieht nicht praller aus. Also ja, ihr erkennt was. Wir haben dafür extra mal in Overwatch in dieser Firing Range ein bisschen was aufgenommen für euch. Das zeigen wir euch jetzt. Man erkennt was. Das Ding ist aber in meinen Augen, ist der Preis von über 800 Euro diesen Kompromiss wert, wenn ihr, wie wir wissen, für wahrscheinlich 750 Euro oder 850 irgendwann den AQN in Deutschland kaufen könnt, weil wir ja gesehen haben, dass auf Amazon in den USA dieser Monitor, der immer noch bei uns 1300 bis 1600 Euro irgendwo kostet auf Geizhals, eigentlich für viel weniger angeboten werden kann. Und weil wir auch schon wissen, dass hier von Alienware ein 360 Hertz 27 Zoll 1440p kommt, weil der schon zugelassen wurde vor 2 Monaten. Also der hat schon einen Antrag und eine Erlaubnis gekriegt für das Elektroregister in Korea. Dadurch wissen wir, dass er kommt und wie der heißt und was er kann. Also wie die Werte sind, was er kann, wissen wir nicht. Und dann müsst ihr euch fragen, macht das Sinn? Für mich macht es keinen Sinn mehr. Für einige von euch ein paar Hotshots, die denken, sie wären noch Pro mit 24 oder 26, für die macht das Sinn. Ansonsten kann ich euch sagen, gönnt euch was anderes oder spart Geld und kauft so ein Alienware für 360 Hertz, wenn er wieder im Angebot ist. Den BenQ kann ich halt auch nur empfehlen für wirklich krasse Leute, die wirklich das auch brauchen. Und wer eh nicht mit dir spielt, für den ist das zum Beispiel auch viel zu teuer. Diese über 600 Euro sind einfach geisteskrank zu viel. 360 Hertz muss für mich unter 400 Euro mittlerweile kosten. Außer es ist besonders außergewöhnliche Technik. Ja, ihr seht hier, dass selbst bei 500 Hertz und 500 FPS der Vorteil minimalst ist, und das gebe ich auch zu und das sage ich auch ganz ehrlich, für viele von euch nicht spürbar oder nicht so spürbar, dass sie sagen, das macht für euch einen Unterschied, einen neuen zu kaufen. Wir warten mal ab, wie der Asus ist. Ich kann nur sagen, ist okay. End-to-End-Latency war übrigens gemessen 1,9 ms, aber nur mit G-Sync aus, V-Sync aus und ja, die Werte, die Einstellungen, die ich euch schon gesagt habe, ohne Dunkelstabilisator. Nur so möglich bei 500 FPS. Ansonsten gab es noch einen stabilen Wert bei genau 250 FPS Cap. Da hat der komischerweise, fragt mich nicht warum, jetzt werden wir sagen, ja, nur 250 so ein Teiler von 500. Okay, Leute, super. Das habe ich auch noch geschafft, 10. Klasse. Bei 250 FPS war der auch nochmal extrem stabil von den Latenzen her, also von den End-to-End-Latenzen. Ich habe das diesmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe das NVIDIA-Tool zum Ausmessen genommen, um auf die 1,9 ms, also das macht das automatisch, 200 Testproben, um darauf zu kommen und das war schon sehr gut. Ich hatte das dann noch verglichen mit G-Sync an und bei G-Sync an musste man bei diesem Monitor, wenn ihr G-Sync anhabt, V-Sync auf 3D-Einstellung oder für auf 3D-Anwendung einschalten im NVIDIA-Control-Panel und dann könnt ihr aber auch V-Sync an- und auslassen, wie ihr wollt im Spiel. Das ist uninteressant dann, aber ihr müsst auf 496 FPS cappen, weil alles darüber funktioniert nicht. Also 496 FPS gecappt und da hatte ich dann eine End-to-End-Latenz im Durchschnitt von 2,9 ms, aber 1,6 im Low, aber halt auch 5,3 ms. Warum, fragt ihr euch jetzt? Das Ding ist einfach, dass es bei G-Sync
darum geht, dass das der Framepoint, also dieses Bildjitter und der Ablauf halt stabil und gleich bleibt, so dass das, was ihr seht, einfach angenehm ist zu gucken, ja, der Aufbau, wie die Bewegungen sind. Und mit aus geht es einfach nur um das, was der Monitor kann, wie schnell ist der bei End-to-End, also bei Klick zu Photon. Und da ist er mit 1,9 ms verdammt schnell. Wie gesagt, das ist einer One-Tap an der Ecke, Kopfdrück-Monitor, Leute. Das war's soweit. Der Monitor geht jetzt heute Morgen nach Australien zu Ali, zu Optimum Tech. Der hat sich gemeldet, weil ich den zum Verkauf angeboten habe, weil der halt auch sehr teuer war, muss ich ehrlich sagen, und ich ihn eh nicht brauche. Und Ali nimmt den, macht eine Review dazu, weil er den auch nicht kaufen kann, logischerweise. Ich ja auch nicht eigentlich. Und da seht ihr dann, denke ich mal, noch mehr Bildanalysen. Ali hat eine 2000 FPS-Kamera, nimmt dann bestimmt auch so Motion-Sync-Bilder auf und vergleicht die für euch. Dieses Equipment haben wir nicht. Ihr müsst daran denken, er hat einen riesengroßen Kanal und er hat Zeit und er macht das hauptberuflich, wir nicht. Wir machen das als Hobby. Und danken euch aber trotzdem, dass ihr hier seid und freuen uns immer noch, wenn wir euch noch was bieten können, so ein kleines Ding, was so ein bisschen was Außergewöhnliches ist. Und ich hoffe, ihr versteht, dass das, was wir hier gemacht haben, A, auch in unserem Interesse lag, weil wir darauf Bock haben, aber auch B, um euch einfach schon mal vorab ein bisschen was zu zeigen, so ein bisschen nach vorne zu gucken und euch auch mal ein Gefühl dafür zu geben, wie es aussieht, wenn die Review nicht bezahlt ist und Alienware oder Dell das Ding nicht schickt und dazu nicht noch einen Scheck schickt. Ja? Das ist die Review und deswegen seid ihr hoffentlich hier, Jungs. Ich danke euch. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.